Herzlich willkommen zurück. Pavel Sapa hier mit euch und heute sprechen wir gemeinsam über das Thema der Weg von dir persönlich zu deutlich mehr Erfolg auf Amazon. Auf welche Kriterien wir hier achten müssen und vor allem, welchen Fehler einige Händler draußen tun und ihr Business stagniert dadurch. All das und viel mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Bleib unbedingt bis zum Ende dran und vor allem, schreib dir einige Insights mit. Erst einmal müssen wir stets unsere Augen offen halten. Und vor allem, der heutige Markt ist Gott sei Dank gläsern. Das bedeutet, schaue nicht, was Händler A bzw. Händler B macht, sondern schau dir immer Big Player aus deiner Nische an. Schau dir deren Portfolio an und dabei wirst du einiges feststellen. Die sehr erfolgreichen Händler auf Amazon haben oftmals immer ein ähnliches Muster. Ähnliche Produkte, ähnliche Absätze und dabei können wir einiges lernen. Schau mal, ein sehr häufiges Problem ist, dass einige Händler da draußen sich immer wieder auf die alten Lieferanten verlassen, welche vielleicht vor ein oder zwei Jahren gut funktioniert haben und mittlerweile ist dieser Großhändler gegebenenfalls überlaufen und die Marge ist einfach deutlich zu gering, um auf Amazon erfolgreich Fuß fassen zu können. Das bedeutet, was wir hier machen müssen, ist, dass wir das Ganze international sehen. Wir müssen mit einigen Großhändlern zusammenarbeiten aus Polen, aus dritten Ländern, wie zum Beispiel auch Tschechien. Das ist sehr wichtig zu erwähnen, denn auch dort gibt es einige Großhändler. Und vor allem, wenn wir feststellen, dass unsere Lieferanten mittlerweile nicht mehr das hergeben, was wir möchten, weil es gegebenenfalls zu viel Konkurrenz gibt, weil die Preise nicht mehr lukrativ sind, dann sollten wir immer wieder uns auf die Suche machen nach kleineren Firmen, welche vielleicht nur 3 bis 5 Mitarbeiter haben, allerdings wo die Preise deutlich besser sind als bei unserem vorherigen Lieferanten. Kurz zusammengefasst, dürfen wir nicht auf alten Strukturen bauen. Denn in der heutigen Zeit gibt es einige Kommunikationsmittel. Wir haben Optionen, über Zoom miteinander zu telefonieren und dabei können wir einige Deals mitnehmen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass nicht jedes Mal und jeder Anruf von uns zum Erfolg führt. Wir haben ebenfalls einige Menschen hier bei uns gehabt, vor allem einige globale Big Player, welche im Großhandelbereich sehr groß sind. Und ich muss dir ehrlich sein, auch ich mache gravierende Fehler. Das bedeutet, keiner von uns wird erfolgreich geboren, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Lernspiel. Und wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt schon ein Portfolio von 20 sehr starken Großhändlern, das mag sein, aber es kann ja sein, dass es A, deutlich interessantere Großhändler nach wie vor vertreten sind und vor allem, es kann sein, dass meine jetzigen Großhändler vielleicht in 2 Jahren nicht mehr so lukrativ sind. Das bedeutet, entweder hast du ein breites Netzwerk, welches mit dir gemeinsam nach Großhändlern suchen kann, oder du hast keine Lust, mit Sourcing-Agenturen zusammenzuarbeiten und du nimmst die Abkürzung bei uns. Auch wir können dir einige Großhändler mit an die Hand geben. Und zwar fokussieren wir uns ebenfalls nicht nur auf eine Nische, nicht nur auf 2 Nischen, sondern wir sind überall vertreten. Denn unsere Devise ist super einfach. Alles, was relativ klein ist, alles, was problemlos auf Amazon verkauft werden darf, nach den Richtlinien von Amazon und vor allem, was dich unkompliziert dreht, gerade das ist unser Steckenpferd. Denn wir möchten mit dem kleinstmöglichen Invest, merkt ihr das Motto für immer, mit dem kleinstmöglichen Invest möchten wir das Maximum aus unserem Unternehmen rausholen. Und dabei sollten wir niemals Preisdumping betreiben, zu viel nach links und rechts sehen, gerade wenn ein Händler neu ist auf Amazon, haben die meisten da draußen keine Ahnung, was sie tun. Denn der Schock kommt am Ende. Das Finanzamt will Geld, deine Mitarbeiter möchten Geld, du selbst möchtest Geld. Also betreiben wir auch verdammt nochmal kein Preisdumping. Am Anfang können wir natürlich über den Preis verkaufen, aber langfristig ist das definitiv die falsche Strategie. Denn am Ende des Tages hat man nur Schulden bei seinen Lieferanten und man hat nichts gewonnen. Wenn auch du noch offene Fragen hast zu dem Thema Online-Deals, Großhandel und Co., dann stell sie gerne jederzeit unten drunter in die Kommentare. Denn bei uns werden selbstverständlich alle Fragen individuell beantwortet. Und vor allem merke dir eine einzige Sache. Keine Frage ist zu doof. Es gibt keine doofen Fragen, sondern nur doofe Antworten. Und von uns kriegst du die richtige Antwort. Bis bald.